So, hallihallöchen und herzlich willkommen, ja, zu Schifffahrtsimulator und zwar Seenotretter. Beim letzten Mal habe ich ja voll den wilden Sturm gehabt und bla 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 und wir sollten das Schiff hier retten, aber es ist etwas passiert. Und zwar, Spiel ist abgestürzt. So, jetzt habe ich bis hierher wieder gezockt. Wir haben das Schiff gelenzt, wir haben das Schiff gelöscht, wir haben die drei Leute im Wasser rausgeholt und zurückgebracht. Und jetzt ist komischerweise, heißt es nicht, wir müssen die begleiten, denn der Sturm ist nicht da. Es heißt, dass das vielleicht sogar irgendwie, ich weiß es nicht, aber vielleicht dynamisch ist. Also es heißt, es könnte mal sein, dass ein Sturm da ist und es könnte mal sein, dass kein Sturm da ist. So, wir müssen jetzt... Oder unsere Aufgabe ist jetzt, das Schiff festzumachen. Also mit einer Schleppleine. Das heißt, wir werden da jetzt... versuchen, eine Schleppleine ranzubringen. So, fahren wir jetzt so nah wie möglich ran. So, das reicht. Und dann gehen wir in die Cockpit-Ansicht. Da in die Orbit... Nee, nicht Orbit, Ego. Genau, in die Ego. So, und dann schauen wir mal, ob man das Schiff festmachen kann. Können. Ich weiß nicht, warum dass das mir dauernd abstürzt, aber irgendwie muss das wahrscheinlich, sobald ich oder sobald meine Aufnahmesoftware, also nach 20 Minuten Cut macht. Und haben wir es? Jawohl, gut, dann können wir es hier festmachen. Cut macht und neu anfängt. Geht das nicht mehr. Wir sind bereit. Ab nach Sassnitz. Gut, ich weiß nicht, haben wir jetzt die Rudi nicht schon gemacht? Nee, weil irgendwie hat es nicht gespeichert. Also wir bringen jetzt die Rudi nach Sassnitz. Wo bin ich da? Ja, wir können jetzt sehen, wieder in die Ding-Perspektive zurück. In die Orbit-Perspektive. Da steuert sich das Schiff einfach viel besser. So, dann wollen wir mal wenden. Und nehmen das Schiff natürlich mit. Ja, hat mir den Spielstand zerschossen und ich musste jetzt nochmal herspielen und schade, dass der Sturm nicht mehr da ist. Ist echt blöd, aber was soll man machen? Mein Gott, ist ja noch Beta. Das Spiel ist ja noch nicht öffentlich raus. Kommt ja erst am 2. Also, nicht aufregen, einfach weiterzocken. Gut, wir müssen jetzt das Schiff nach, wie heißt das, Sassnitz? Stagnitz? Ich kann es mir nicht merken, sorry Leute. Aber die, was sich da auskennen, wissen, was sie meinen. So. Ja, und ich habe jetzt sehr viele Kommentare von euch und auch E-Mails oder sonstige Facebook-Einträge oder Facebook-Nachrichten bekommen, dass ihr das cool findet, wie ich das Spiel spiele. Und zwar nicht übertrieben oder so, sondern einfach die Arbeit ein bisschen ernst nehmen. Ja, ich versuche das bei jedem Simulator irgendwie. Das so ernst wie möglich zu spielen, denn es heißt, der Simulator ist eigentlich, ich simuliere etwas. Also das hat nichts mit Spaß zu tun, egal wie schlecht das der eigentlich gemacht ist. Wobei ich sagen muss, also der ist wirklich gigantisch, der Seenotretter, also mir gefällt das voll. Und ja, nicht vergessen, Zockerwochenende, am kommenden Wochenende, da wird das Spiel auch gezockt, dann könnt ihr live dabei sein. Wann genau, bitte aufpassen, ab Donnerstag gibt es einen Terminplan, wann welches Spiel auf Twitch live gezockt wird. Um wie viel Uhr? Das komplette Wochenende. Freitag ab 16 Uhr. Das ist, glaube ich, das 27. Bis ich keinen Bock mehr habe. Und dann am Sonntag von 10, halb 11 ab bis 18 Uhr. Weil danach bin ich auf einer Feier eingeladen. Und privat, Real Life, muss man auch noch ein bisschen mitmachen. Und dann ab Sonntag wieder von 10 Uhr bis ich keinen Bock mehr habe. Oder bis, besser gesagt, 23.59 Uhr ist eigentlich dann vorbei, das Zockerwochenende. Aber je nachdem, wie viel Bock ihr habt, mache ich natürlich dann auch weiter, ist ja klar. Es gibt viel zu gewinnen. Was genau, da wird demnächst ein Video kommen. In den nächsten Tage, entweder morgen oder übermorgen. Oder heute, besser gesagt heute, denn das Spiel kommt ja heute. Das Video kommt ja heute.
einfach ein bisschen meinen Kanal beobachten oder Facebook-Seite. Am besten die App holen. Die App, ja, LP John Myers App gibt es, kostenlos. Und dort wird alles, was ich in Facebook in die Let's Play John Myers Gruppe reinposte, wird dort automatisch auch in die App reinkaut. Und da kann man sagen, ja, wäre cool, weil dann könnt ihr da mit reinschauen. Und dann seht ihr, wann was öffentlich ist. So, wir müssen jetzt irgendeinen Funkspruch absetzen, weiß ich jetzt gar nicht, mal schauen. Wir sind mit dem geflickten Fischkutter im Schlepp auf dem Weg nach Sassnitz. Verstanden. Gute Fahrt. Okay, Sassnitz heißt es. Das muss ich mal merken, Sassnitz. Ich mache mir jetzt einen riesengroßes Schild auf dem Monitor, dass ich sofort weiß, dass es Sassnitz ist. Aber ich glaube, das liegt hier nicht daran an die Namen, sondern wie man das ganze Game zockt und wie sich das ganze Game zocken lässt. Jetzt schauen wir mal, ob der noch gut hinterherkommt. Ja, super. Brennen tut er auch nicht. Aber mich wundert, dass der Sturm nicht da ist. Das ist echt komisch. Naja, mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das Video wird. Also bis zum nächsten Speicherstand eigentlich. Bis es automatisch speichert, werde ich die Videos jetzt immer machen. Weil dann habe ich das Problem nicht, dass man das Spiel abkackt. Oder hoffe ich zumindest. Ja, und danke für die ganzen Infos, die ihr mir natürlich schreibt. Und das finde ich echt super, wie ihr da mitmacht. Das ist echt schön. Und die Schiffe sind auch schön gemacht. Sie kann es bloß immer wieder sagen. Ein bisschen näher ran hier, mal das Ganze detailreich anschauen. Das ist Radar, soviel ich weiß. Das ist die Löschkanone. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Funkantennen und bla bla bla. Was sind das? Bojen da vorne, oder? Das schwarze. Ja, näher ran kann ich nicht. Müssten Bojen sein. Ja, viele haben mich gefragt, ob da irgendwie Hubenhorn oder sonst irgendwas geht. Nein, leider nicht. Also ich habe da noch nichts gefunden. Wie viele Mann arbeiten eigentlich auf so einem Boot? Auf so einem Schiff? Jetzt auf der Haro Köpke? Finde schon, das sind coole Namen, finde ich. Voll schön. Kann auf dem Platz wirklich ein Helikopter landen im Notfall? Ich weiß gar nicht, ob es da so Missionen gibt, wo das passiert. Würde mich schon mal interessieren. Weil mir gefällt das, wie geil das gebaut ist, das Schiff. Also ich sage immer wieder, mittlerweile ist es so, dass sich die Simulatoren, die was jetzt immer neu herauskommen, nicht mehr verstecken. Und das ist auch cool so. Denn die werden immer, 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 immer schöner. Weil wir haben gemerkt, die kleine, wie heißt jetzt die wieder, das kleine, kann man das sehen irgendwo? Nein, leider nicht. Ich vergiss die Namen immer, die sind echt nicht immer so leicht zu merken. Ah, da sehen wir es, ne? Notarius, genau, da steht's Notarius. Die ist eigentlich ganz schön schnell mit 32 Knoten. Wir sind ja dann fast 55, 60 km/h dazwischen drin, wenn ich richtig rechne. Weil 1,8 Kilometer ist ein Knoten, so ungefähr.
Ich glaube, jetzt fahren wir ein bisschen schneller, oder? Damit wir dann in die nächste Ding kommen, Mission. Fahren wir mit der Stufe 2. Ne, 3. Geht noch schneller. So, fahre ich jetzt eigentlich richtig drauf zu. Da muss ich da erstmal... Ah, da muss ich darüber. Darüber muss ich. Da, wo der Ding ist. Der grüne Leuchtturm oder was das ist. Genau, und da muss ich rum. Genau. So, dann wären wir jetzt wieder auf normal. Bellt ein Hund. So, muss ich das Schiff jetzt irgendwo festmachen oder muss ich es mit reinziehen? Wahrscheinlich mit reinziehen. Aber da werden wir jetzt im Bogen reinfahren, weil nicht, dass uns der Rudi hinten hängen bleibt irgendwo hier am... Wie heißt das? Kai? Kai-Mauer? Denke ich mal. So, wo ist er? Da, ja, haut hin. Schön. Gut. So, schade, dass der Sturm nicht mehr dabei war. Ich hätte schon gern das im Sturm zu Ende gemacht, aber was soll ich machen, wenn auf einmal das Spiel abstürzt? Naja, kann man nichts machen. Ah ja, da ist ja schon das Zeichen. Jetzt müsst ihr gleich die Meldung kriegen, dass wir richtig sind, oder? Jawohl. Wir laufen jetzt in den Hafen ein. Geht es euch gut? Der Rudi läuft stabil. Die provisorische Dichtung hält noch. Gut gemacht. Super. Seenotkreuzer, Harro Köpke von Fischkutter Seger 2. Hier Harro Köpke. Können wir helfen, Seger 2? Wir haben einen Maschinenausfall und treiben manövrierunfähig mehrere Seemeilen östlich von Sassnitz. Wir machen uns sofort auf den Weg, Seger 2. Bremen wir. Wir haben den Notruf auch gehört. Viel Erfolg. Auf geht's. So, jetzt ist halt die Frage, ob jetzt gespeichert wurde. Jetzt schauen wir mal schnell, neuer Logbucheintrag. Nein, das ist ein komplett neues Ziel. Okay, das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, wenn ich jetzt hier meine Aufnahme stoppe und weitermache, dass es gleich funktioniert und nicht mir das Spiel wieder abbraucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Zockerwochenende. Da werde ich auch so, mein Gott, vielleicht am Samstag und dann auch noch am Sonntag jeweils eine Stunde oder eineinhalb mich damit beschäftigen. Aber das schauen wir dann mal. Gut, okay. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.